etwas unkonventionell, aber herzlich willkommen zum zweiten Part der Fragen. Ich hoffe, das erste Video hat euch gefallen. Und hier sind noch die restlichen Fragen für euch. Ganz viel Spaß! An wie vielen Unis sollte man sich bewerben? Das kann ich nicht verallgemeinern. Ich würde mich an all den Unis bewerben, wo man mit auch okay wäre, wenn man dort studiert. Weil es kann ja sein, dass man doch an einer angenommen wird. Und dann ist ja eine besser als keine. So würde ich es prinzipiell eh machen, weil man, ich glaube, das wissen viele nicht, man kann im höheren Semester die Uni wechseln. Problemlos. Man kann sich viele Fächer anrechnen lassen, aber dass das garantiert passiert, kann. Das kann einem halt keinen garantieren, dass man wirklich alle Fächer angerechnet bekommt. So in Rostock zum Beispiel kann man im vierten Semester ohne NC rüberwechseln. Also man muss sich dann nur bewerben. Aber es ist halt auch dann wieder so ein heißes Ding. Das muss aber jeder so selber wissen. Ich finde es aber ist eine gute Opportunity. An wie viele Unis habe ich mich beworben? Ich glaube so 6 oder 7. Muss man als Biologe unbedingt reisen, wenn man angestellt ist, um Proben zu sammeln? Diese Frage habe ich an Psycho geschickt, weil ich das nicht weiß. Und sie ist Meeresforscherin und meinte, wenn sie Proben sammelt, sammelt sie meistens für viele andere Leute noch Proben mit, weil man, also ein Bruchteil von den Leuten, die Proben bräuchten, gehen auch wirklich Proben sammeln. Das ist halt auch ein großer Aufwand. Reisen und alles Mögliche kostet halt auch immens viel. Und ich glaube, das könnte kein Arbeitnehmer so stemmen. Und deshalb machen das dann andere Leute meistens für einen. Muss man für Bio gut in Englisch sein? Jein! Ich würde jedem empfehlen, sowieso immer gut in Englisch zu sein, weil heutzutage ist alles international und auch Bio ist ein mega internationaler Studiengang. Weil alle Forschungspapiere, also Paper, werden alle meistens in Englisch geschrieben. Ja, ich meine, ich bin jetzt zweites Semester und ich habe schon immens viel mit Englisch zu tun gehabt. Ich habe zum Beispiel, meine Botanik-Vorlesungsfolien komplett auf Englisch. Wir kriegen Paper in Zoologie, mit denen wir arbeiten sollen, mit denen wir uns schon angucken sollen. Ich habe ja jetzt vielleicht wahrscheinlich einen Nebenjob und die Leute und sie reden auch alle auf Englisch, weil unsere Leiterin des Forschungsprojektes kommt aus Schweden. Deshalb kann ich eigentlich nur empfehlen, gut in Englisch zu sein. Das ist auf jeden Fall helpful. Und ich würde es sowieso immer empfehlen. Naja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich habe höchstwahrscheinlich einen Nebenjob, aber dazu werde ich irgendwann noch kommen, wenn ich auch genaueres weiß. Ich bin ziemlich hyped, aber ich habe noch nichts unterschrieben. Aber es ist marine Mikrobiologie und es kann sein, dass ich schnorcheln darf. Ja, und dann halt im Labor mitarbeiten und so, das ist schon cool. Nächste Frage. Kann man sich in Greifswald für 2 Studiengänge bewerben? Also gleichzeitig. Ja. Also ich sage jetzt pauschal ja, denn ich weiß, dass viele sich hier immer für Humanbiologie und Biologie bewerben. Und der klassische Trick ist dann einfach, Biologie zu studieren und dann irgendwann im höheren Semester zu Humanbiologie zu wechseln. Weil es sich mehr lohnt, als neu anzufangen, da man sich viele Module anrechnen lassen kann, weil die Humanbiologen vieles mit uns in den ersten Semestern gleich haben. Also die müssen zum Beispiel in anorganische Chemie noch eine Prüfung schreiben und wenn man die im ersten Semester schon mitschreibt, kann man meistens im zweiten Semester rüberwechseln. Aber das ist Hörensagen und das ist kein konkretes Wissen, das auf Fakten basiert. Wie hast du den Wechsel von Bremerhaven nach Greifswald organisiert? Wie hat das funktioniert? Ja, als es dann die E-Mail aus Bremen kam, dass ich höchstwahrscheinlich nicht meinen Master dort machen kann mit dem Bachelor, habe ich sofort angefangen, ja, wieder Unis zusammenzutragen, wo ich hingehen würde und zu vergleichen. Vor allen Dingen, was für Module ich habe und worin sie sich spezialisieren. Ich habe eine Art Punktesystem kreiert, welche Fächer mir am meisten gefallen. Die habe ich dann einen Punkt gegeben und habe aber auch sowas wie Studiengebühren und ja, wie weit die weg sind von meiner Heimat. Sowas alles, auch so ein bisschen Mietpreise verglichen. Das war alles dann in dieser Tabelle drin und dann habe ich mich bei allen beworben und geguckt, welche Uni mich nimmt. Und dann habe ich das nochmal so quasi ein kleines Duell für zum Beispiel Oldenburg und Greifswald war es dann bei mir. Und habe dann geguckt, wo ich lieber hingehen würde und dann ist es halt Greifswald geworden. Ja, dann haben wir mussten ein Umzugsunternehmen beauftragen, weil ich habe schon, also ich wohne schon alleine, seitdem ich 18 bin. Und da hat sich schon einiges angesammelt bei mir und da hat es leider nicht gereicht, alles in einen kleinen Beetle zu transportieren.
weil zwischen Greifswald und Bremerhaven liegen ja jetzt auch nun schon 6 Stunden Autofahrt, 4 Stunden, 5. Ist auf jeden Fall weit. Und das dann hin und her zu fahren, das wäre nicht so möglich gewesen. Aber dank meiner Familie ist das alles glatt. Dank meiner Familie ist das glatt gelaufen. Kaufst du dir die Bücher zum Lernen oder leihst du diese? Oder leihst du dir sie aus? Teils, teils. Zum Beispiel den Rotmaler, den ich gerade brauche für meine Pflanzenbestimmungsübung, habe ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen. Aber ein paar Bücher, also von den Soziologiebüchern, habe ich mir gekauft. Ich wollte halt auch die Auflagen haben, die, mit denen wir auch arbeiten und nicht nur, also nicht so viel ältere. Und dadurch, dass ich mich halt in Zoologie auch spezialisieren mag, hätte ich einfach auch gern welche da, immer wenn ich sie so brauche. Aber ich kann da eBay Kleinanzeigen halt empfehlen, Medimobs oder Rebuy. Da kriegt man auch gut gebrauchte Bücher viel günstiger, als sie dann für den Originalpreis von 80, 90 Euro sind. So. Wie sieht es aus mit Auslandssemestern? Hat Greifswald Partner-Unis? Ich weiß nicht von welchen, also welche es genau sind. Ich weiß nur, wir sind ja hier auch auf Skandinavien. Slavistik, Finnistik und sowas spezialisiert. Also in die Richtung geht es halt immer. Aber ich glaube, ich weiß nicht genau, wie das mit Erasmus funktioniert, aber wenn die Uni Erasmus Plus Partner ist, dann kann man auch an die Unis, die mit Erasmus zusammenarbeiten. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ich überlege auch eins zu machen, aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher, da ich meinen Master hier im Ausland machen möchte, bin ich lieber schnell mit dem Bachelor durch und dann im Master dahin. War das erste Semester machbar? Wie war es zum Beispiel mit Chemie? Ja, das erste Semester war machbar. Aber die Prüfungen schreibe ich ja jetzt erst. Wir hören uns dann nochmal später. Chemie, ich habe kein Problem mit Chemie. Ich hatte noch nie Probleme mit Chemie. Ich werde es dann sagen, wie es in der Klausur aussieht, ob ich dann wirklich ein Problem mit Chemie hatte. Aber es war total okay. Also es war schon viel zu tun, aber eigentlich hat man im Biostudium immer viel zu tun. Aber ich bin halt lieber so, ich probiere so viel wie möglich im Semester zu schaffen, damit ich halt vor den Klausuren nicht rumpanicke und da auch wirklich lernen kann und nicht noch mir sagen muss, oh mein Gott, ich muss das ganze Semester noch nacharbeiten in 2 Wochen. Das ist halt so mein Ziel. Deshalb habe ich auch so viel zu tun in der Woche. wie lange hat das ganze Studium und die Ausbildung zusammen gedauert? Also Studium geht ja jetzt noch eine Weile. Ausbildung und Abi nachholen waren 6 Jahre. Ich studiere jetzt seit 2 Jahren, also bin ich seit gut 8 Jahren dabei. Und stimmt das? Ja, Ausbildung waren 2,5 Jahre. Ja. Und ich habe noch mindestens 4 vor mir. Also 2 für meinen Bachelor und dann nochmal 2 für den Master und dann ja, kommen 3, 4, 5 Jahre für den Doktor nochmal drauf. Also für PhD. Yeah. Aber ich find's geil. Wir hören uns vielleicht ein paar Jahre später nochmal, aber momentan alles safe. Die letzten Fragen hier. Hat man in den Semesterferien Zeit zum Reisen? ja, das wurde ich heute gefragt und die Antwort darauf habe ich gesagt, ist jein. Letzte Semesterferien hätte ich Zeit gehabt zum Reisen, diese Semesterferien wird es nichts mit Reisen. Man hat keine Semesterferien, das ist ein Mythos, man hat vorlesungsfreie Zeit, das sagt einem. Das wird man als Erstes sofort hören. Es stimmt halt vor allen Dingen in Bio, weil ja, sobald die Vorlesungen vorbei sind, gehen die Prüfungen los und nach den Prüfungen hat man meist Praktika, das sind halt Laborarbeiten, Bestimmungsübungen, Exkursionen und sowas alles. Und das kann sich dann schon mal ziehen. Also ich habe die nächsten Semesterferien sind das fast 4 Wochen insgesamt bei mir. Also das sind keine richtigen Semesterferien, weil ich vor allen Dingen auch ganz viele Prüfungen schreibe. Verteilt, es wird super. Ich habe schon meiner Familie Bescheid gesagt, dass bis zum nächsten Jahr habe ich keine Zeit. Wie hast du das alles finanziert? Meine Ausbildung war halt entgeltlich, mein FJ auch, zwar nicht so viel, aber davon konnte ich wenigstens meine Miete bezahlen. Aber ich habe da auch allein
gelebt. Ich hatte dann halt noch mein Kindergeld. Und das Abi wird in Sachsen-Anhalt gefördert auf dem zweiten Bildungsweg. Man kriegt dann elternunabhängiges BAföG, das man nicht zurückzahlen muss. Und mein Studium finanziert mir meine Familie, weil ich kein BAföG kriege. Weißt du schon, wo du beruflich hin willst? Ja, ich würde gern mich im Bereich Zoologie spezialisieren, vor allen Dingen auf Marinesäuger. Oder marine Ökologie, alles in die Richtung, vor allen Dingen in die Polarregion, also die Arktis, das interessiert mich sehr. Das ist auch so der Plan, dahin zu gehen. Und dann werden wir sehen, ob das alles klappt. Ich halte euch auf jeden Fall dann auf dem Laufenden. Es wird trotzdem alles weiterlaufen. Macht man im Studium auch Exkursionen? Und ja? Und wenn ja, wohin? Ja, im Studium macht man Exkursionen. Wir müssen zum Beispiel 8 machen, 4 botanische und 4 zoologische. Wohin? Das ist sehr unterschiedlich. Also meistens sind die hier in der Gegend, in Greifswald, um Greifswald herum. Alles, was man mit dem Fahrrad erreichen kann. Ja, es waren auch schon meeresbiologische Exkursionen. Bloß da Platz zu kriegen ist halt sehr schwer, weil ja, es sind irgendwie nur 20 Leute, die immer daran teilnehmen dürfen. Und alle Semester prügeln sich mehr oder weniger drum, weil jeder auf seine 8 Exkursionen kommen muss. Und dieses Jahr sind sie digital. Ein positives hat es, so kriegt jeder vielleicht dann seine Exkursion wenigstens angerechnet. Aber was die meisten vielleicht damit meinen, ich weiß, es gibt auch Exkursionen ja, auf die Seychellen, nach Madagaskar oder ähnliches, aber das ist von Uni zu Uni ab unterschiedlich. Wir zum Beispiel haben ja auch einen externen Punkt der Uni auf der Insel Hiddensee, wo sonst auch immer Exkursionen hingemacht wurden, wo man dann eine Woche da war und dann quasi da sein Praktikum hatte oder so. Davon habe ich etwas gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das auch haben werde. Wir werden es sehen. Ja, wenn euch sowas interessiert, dann müsst ihr das auf der Uni-Seite nachlesen. In Bremerhaven hatten wir sowas nach Helgoland zum Beispiel. Also viele Unis an der Nordsee machen das dann nach Helgoland, wenn sie Panda so vom AWI sind. Die haben da ihre, eine Forschungseinrichtung auf Helgoland. Vorletzter Zettel. Hattest du eigentlich immer schon ein Talent für Englisch? Jein, ich weiß nicht. Mein Papa, der ist viel unterwegs in der ganzen Welt und der hat mir halt schon früh nahegelegt, dass Englisch eine sehr wichtige Sprache ist und man das halt können sollte. Und deshalb hat er mit mir auch schon früh Englisch gelernt. Ich hatte aber auch so eine typische Rebellzeit in der Schule, wo ich gedacht habe, das braucht eh keiner. Und habe dann 2 Jahre lang straight nichts gemacht für Englisch in der Schule. Aber in der 9. Klasse dachte ich mir so, vielleicht ist es doch ganz cool, gute Noten zu schreiben. Und habe dann mich wirklich hingesetzt und habe mir gedacht, gut, was genau verstehe ich nicht in Englisch? Wo ist das Problem? Habe angefangen, also ich habe sowieso schon englische Serien und sowas alles geguckt, weil die halt auf Englisch einfach früher da waren als auf Deutsch. Und habe mich dann halt wirklich auch mit meinem Problem auseinandergesetzt und seitdem läuft es bei mir mit Englisch. Ich habe auch zum Beispiel ein Business-Englisch-Zertifikat gemacht von der IHK neben der Ausbildung, weil ich halt für mich schon wusste, Englisch ist wichtig und ich möchte das gut können und probiere überall jede Gelegenheit zu nutzen, das zu verbessern. Ja. Letzter Zettel. Wie war deine Erfahrung mit Anschluss finden, neue Leute und Freunde kennenlernen? Also in Bremerhaven fand ich das besser, weil es nur eine Hochschule war und das alles ein bisschen kleiner und irgendwann kannte man seine ganzen Kommilitonen, weil wir auch viele Kurse nur als BMR hatten. Aber hier ist das schon eine andere Hausnummer, aber ich habe mich auch genau deshalb für Greifswald entschieden, weil es hier noch geht. Es gibt Unis, die haben doppelt so viele Leute, die im Bio anfangen. Hier sind es nur 60 und hier hat man halt auch schon mal viele Leute gesehen. Aber ich habe halt in der Ersti-Gruppe auf Facebook ja extra mal geguckt, ob da Leute fragen, ja, studiert ihr Bio, wollt ihr schreiben, bla bla bla. Und habe dann auch selber, glaube ich, gefragt irgendwie, ich weiß es nicht. Und wir haben dann so eine kleine Gruppe gemacht, wir waren dann so fünf Mädels und sind dann auch zu den Ersti-Tagen gegangen. Ja, und die kennt man jetzt halt und mit denen bin ich auch gut befreundet, ein paar haben schon aufgehört, aber ich habe aber auch in einem anderen Studiengang eine sehr gute Freundin schon gefunden. Also ich habe hier kein Problem gehabt und für mich ist es auch total ausreichend, weil ich weiß nicht, ich bin halt gern zu Hause, ich bin nicht so der Party-Machen-Mensch, ich habe das hinter mir und deshalb muss ich jetzt nicht in irgendwelche Partygruppen gehen und dann hier immer durch die Clubs ziehen, was jetzt eh gerade nicht geht, aber ja, da habe ich eh kein Bedürfnis zu. Genau, das war das Video. Ich danke euch für diese ganzen Fragen, für das
super gute Feedback und wie toll meine Videos eigentlich ankommen. Und das freut mich wirklich mega sehr. Ein Vlog wird es vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche geben. Es hapert leider mit der Regelmäßigkeit, das weiß ich. Aber nur, weil ich mir ein neues Konzept für die Vlogs überlege. Weil dieses stumpfe, ich weiß nicht, das ist immer dasselbe, das mag ich nicht. Da arbeite ich gerade mit meinem Freund dran, was wir so machen können. Ja, bis dahin. Ich lasse euch wissen, wenn es was Neues gibt. Ich probiere jede Woche ein Video rauszubringen. Wir werden sehen, wie es klappt. Vor allem, weil ich auch nächsten Monat dann Prüfungen habe, kann ich für nichts garantieren. Aber ich lasse euch nicht im Stich. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.